Bastian, weißt du, was diese Dose Klarlack mit der Titan gemein hat? Nee. Tja, wirst du heute erfahren. Weißt du überhaupt, was wir heute machen? Nee. Das ist auch gut so. Lasst euch überraschen. So, pass mal auf. Wir holen unsere Titan. Die neue Titan, die habt ihr schon mal gesehen. Was hier noch fehlt, ist der Brenner. Ich brauche noch mal einen Mack-Brenner, einen passenden für den Titan. PM451WPX3, schlag mich tot. Der Brenner mit der Anzeige. Ich habe heute vor, ein Testteil aus Schwarzstahl zu schweißen für unsere Theke, für unsere neue Firmenhalle. Und ich hatte erwähnt, dass ich das Ganze mit Klarlack versiegeln will, damit es schön aussieht, und es geht sogar noch weiter. Ich habe euch ja mal in einem Video gefragt, ich weiß nicht, ob das überhaupt mitgeschnitten worden ist. Ich habe euch ja gefragt, wenn wir zu John Pierre fahren, zu JP Performance, und dort was gemeinsam machen, ein Projekt, solltet ihr mir eine Idee geben? Ich habe bis jetzt noch keine vernünftige Idee bekommen. Oder hast du was gehört, Bastian? Mm-mm. Aber wir haben das doch in den Videos erwähnt, die sollen uns sagen, was wir mit dem machen sollen. Ich glaube schon, ja. Also ich sag's nochmal, wenn du eine geile Idee hast, was wir mit Jean-Pierre anstellen sollen, im Bereich Schweißtechnik natürlich, bitte schreib einen Kommentar unten drunter. Ich habe mir überlegt, wenn ich keine gute Idee bekomme, dann habe ich die Idee eigentlich gehabt, wir bauen ja die Theke, ich nehme ein paar Bauteile mit und lass die von Jean-Pierre schweißen. Ich weiß, dass er Mack schweißen kann, unter Aufsicht von mir. Und dann wird das Ganze ein Bestandteil von unserer Theke. Das versiegeln wir, ich lasse das Ding unterschreiben. Und jeder, der dann zu uns kommt, weiß, die Theke hat zum Teil Jean-Pierre geschweißt. Vielleicht zwinge ich ihn, die komplette Theke zu schweißen. Ich glaube, das wird nicht passieren, aber ein Teil auf jeden Fall. So, und ich will heute einfach einen Versuch machen. Ich habe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit der Titan, ich hatte keine Zeit, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich habe keine Betriebsanleitung gelesen. Ich weiß aber von EWM aus, ich kenne ja die Steuerung, ich weiß ja grob, wo ich gucken muss. Aber solche Sachen wie Position Weld und Wired Arc, was hier den Schweißer unterstützen soll und vielleicht sogar unerfahrener Schweißer es einfacher haben sollen, das will ich heute ausprobieren. Ich will das Ding einfach anschließen, Draht rein und blauäugig rangehen und einfach probieren zu schweißen und zu gucken, ob das geht. Und das will ich heute machen. Deswegen, ich rüste das Ganze jetzt auf. Bastian, du gehst am besten. Denn ich brauche jetzt ein paar Minuten Zeit. Tschüss. Tschüss. Bevor wir mit den ersten Schweißversuchen beginnen, habe ich circa, um die Maschine einzurichten, eine Viertelstunde gebraucht. Draht einlegen, einfädeln, Gas anschließen, Drahtvorschubkoffer hinten anschließen, der war lose vom Transport, den richtigen Job einstellen. Ich habe mir dabei auch ehrlich gesagt Zeit gelassen, aber mir sind dabei ein paar positive Sachen aufgefallen. Erstens, ich wollte vorher mit der Masse hier vorne dran gehen. Aber ich mag das nicht, wenn die Kabel hier vorne rumstören. Deswegen habe ich das hier gefunden. EWM hat dann alles gedacht. Du kannst auch Masse minus hier hinten anschließen. Ja? Ist abgesenkt, quasi schräg da drin. Das heißt, du hast keine Belastung auf das Kabel und du wirst da keine Probleme haben. Das fand ich schon mal cool. Dann waren interessante Sachen wie, das Ding hat einen Drahtsensor. Ja, okay, ich habe jetzt eine neue volle Spule drauf. Aber darunter ist ein Drahtsensor. Ich glaube, ich müsste das einmal abmachen, damit man das sieht. Was macht der? Der misst, wie viel Draht noch übrig ist und sagt dir das, bevor du ein Problem hast. Wie eine Tankreserveanzeige. Da wird vorne die Anzeige gelb. Ich ziehe das mal raus. Macht man normalerweise nicht. Schau mal. Das Ding misst, wie viel Draht du noch auf deiner Spule hast. Und das finde ich schon sehr gut. So, jetzt gehen wir da rein. Bloß nicht abspulen, zack, wieder zumachen. Und dann ist mir beim Einfädeln was richtig Positives aufgefallen, und zwar, du kannst den Draht, beim Einfädeln musst du ja sonst, ihr kennt das, man nimmt den Brenner in die Hand, macht ihn gerade, am besten macht man noch die Düse vorne ab und dann wartet man, ja, natürlich nicht reingucken, dann wartet man, bis der Draht durch ist. Die Maschine ist so intelligent, ich lege den Brenner hier auf meinen Tisch, ja, der Draht ist jetzt nicht eingefädelt. Ich führe euch das mal vor. Also ich lege den mal hier so auf den Tisch. Zack. Hier habe ich Knopf zum Starten. Achtet drauf, wie der losgeht. Der gibt nicht direkt Vollgas beim Einfädeln.
Guck mal, schön langsam anfahren und dann geht's weiter. Und jetzt, ich werde vorne gar nicht aufpassen müssen. Er hat nämlich die Möglichkeit zu prüfen, sobald er in die Masse kommt, und der Tisch ist ja mit der Masse verbunden, sobald er in Kontakt entsteht, schweißt er natürlich nicht, weiß die Maschine Stopp. Ja, und das passiert so schnell und du musst dir nie Gedanken machen. Ja, Brenner auf Schweißtisch legen drauf, fertig, eingefädelt. Und das Gute ist auch noch, wenn du irgendwie den Draht zurückziehen möchtest, ja, zum Beispiel, wir haben jetzt hier aus Versehen, keine Ahnung, so viel Draht haben wir rausgucken lassen. Die Maschine hört übrigens jetzt auch auf. Die merkt, wir schweißen nicht, dann hört die irgendwann auf. Der Draht läuft nicht permanent. Das haben die Picomix auch. Aber wir haben jetzt zum Beispiel hier diesen Part und möchten den Draht zurückziehen. Dann gibt es ja auch eine Tastenkombination. Und dann kannst du ihn zurückziehen. Ey, das ist super praktisch. Ne? Super praktisch. Gut, das war die Geschichte. Dann die Jobauswahl. Du hast die Möglichkeit, an dem Drahtverschub einen Job einstellen, und du hast die Möglichkeit natürlich, wenn du eine Steuerung in der Maschine hast, auch einen Job einzustellen. Aber das sind tiefliegende Sachen, darauf will ich heute nicht eingehen. Ich will einfach Position-Welt ausprobieren und dann geht's los. Also das Baby ist schon richtig intelligent und ich möchte behaupten, das ist zwar eine Industriemaschine, aber die macht es dem Schweißer doch ungemein einfach. Definitiv. Wie lange war ich jetzt weg? 5 Minuten? 6, 7, 10? Ja. Es ist wirklich so, es ist tatsächlich so, wie ich gesagt habe. Du machst das Ding an, du aktivierst Position Welt, du nimmst den Brenner in die Hand und legst los. Und ich habe hier ein paar Versuche gemacht. Ich finde, das hat direkt geklappt. Okay, es ist in Ordnung. Ich führe euch das jetzt auch vor. Aber was mich wirklich verrückt gemacht hat, ich habe einmal am Knopf gedreht, ich habe mir einmal einen Parameter eingestellt, habe horizontal geschweißt, steigen geschweißt, über Kopf, das war ein Abenteuer, ich habe leider keine Möglichkeit, hier direkt über Kopf. Ich habe das Ding hier angeklemmt, bin unter den Tisch geklettert und das hat auch über Kopf geklappt. Also es ist wirklich erstaunlich. Was habe ich gemacht? Bevor wir jetzt loslegen, Position Welt gewählt. Was dann, zeigst du das einmal? Ich meine, dass wir den richtigen Job, Job Nummer 8 haben, ist klar. Ja? Job Nummer 8 ist auch in der Picomic. Ich habe Position Welding gewählt. Ich bin im Mic-Mac-Standardprozess geblieben. Ihr pulst, ihr müsst euch das so vorstellen. Er nutzt quasi diese Superpuls-Funktion. Er pulst und dann pulst er nicht. Gibt es natürlich Spritzer, aber das macht es halt möglich, ja, dass du in allen Positionen schweißen kannst. Und ich muss mal sagen, ich werde immer sagen, das ist zu 80% ideal eingestellt. Ich müsste sagen, es ist für mich zu 100% richtig eingestellt. Ja, also für mich ist das eine richtig geile Hilfe. Ich habe jetzt hier die Parameter drin. Er sagt mir nämlich, wenn du Position Welt wählst, schlägt er dir vor, standardmäßig 4,5 Drahtzufuhr, Förderung. Ich habe mir jetzt 4 eingestellt. Ich gehe jetzt mal wieder auf 4. Das hat am besten geklappt. Ich habe jetzt 2-3 Mal gedreht. Standardmäßig waren 4,5. Wir können jetzt auch mit 4,5 arbeiten. Hier zeigt er auch, mit wie viel Volt du das Ganze machst. Ich habe keine Dynamik, ich habe höchstens die Voltkorrektur, also Lichtbogen, wie ich das bei der Picomic auch immer mache, auf 1 hochgestellt. Ja, und dann geht's schon los. Und das machen wir jetzt auch mit einer Einstellung. Okay, wir haben jetzt ein paar Spritzer, weil er halt pulst. Aber ich finde, das sieht dann direkt gut aus. Was, jetzt sieht das gut aus? Ja. Das sieht schön aus, das wollte ich schon immer haben. Was ich jetzt vielleicht wirklich noch einen Tick machen würde, ich würde wirklich Voltkorrektur lasse ich. Ich gehe mit dem Draht ein Stückchen zurück, weil mir das ein bisschen Ticken zu viel ist. Ich gehe wirklich auf 4,0 Drahtvorschub und wiederhole den Vorgang. Schuppung, das kommt dann ein bisschen besser raus und das wird nachher auf der Theke bombastisch aussehen. Das wird richtig cool aussehen. So, okay, horizontal kann jeder, machen wir steigend. Steigend ohne zu pendeln, ohne Tannenbaum, ohne gar nichts, Brenner nichts einstellen, alles bleibt so wie es ist. Nirgendwo drehen.
geil, oder? Also mit einer, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja mittlerweile ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen mehr Übung. Ja? Ich würde mit einer Trafomaschine das durch eine andere Bewegung versuchen zu simulieren, würde ich vielleicht hinbekommen. Aber das macht natürlich sowas macht, das macht einfach Spaß. Ja? Das möchtest du den ganzen Tag machen. Wirklich. Jetzt versuchen wir das Ganze. Hier ist das schön geworden. Vielleicht kannst du das nochmal zeigen. Also da bin ich, bin jetzt, was heißt nicht stolz, aber es funktioniert halt auf Anhieb. Und das ist einfach genial. Was mache ich jetzt? Jetzt versuchen wir das mit dem Überkopf zu simulieren. Dafür muss ich mich jetzt hier ein bisschen verrenken. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ergebnis geworden ist, weil du kannst das nicht so gut sehen, ja? Wenn es ähnlich gut ist, dann bin ich super glücklich. Naja, was denn hier? Einmal zeigen. Okay, die Nahtüberwölbung ist ein bisschen, da kann man ein bisschen was einstellen. Aber für dass ich ultra selten über Kopf schweiße, ist das wirklich in Ordnung. Und das ist genau das, was ich für meine Theke brauche, weil eine Skizze kommt vielleicht im nächsten Video. Das wird aus mehreren Teilen zusammengeschweißt sein. Es wird ein bisschen verrückt. Aber was will ich? Ich will die Schweißnähte, so wie sie sind. Ich will die Schweißnähte zeigen, denn derjenige, der zu uns reinkommt, der soll sehen, wir haben hier Schweißtechnik. Ich werde hier nichts polieren, nichts mit der Bürste machen, einfach das Baby nehmen, abkühlen lassen, das Bauteil, Klarlack, vielleicht sowas, vielleicht nehmen wir auch so einen Industrielack mit einer Spritzpistole und dann versiegele ich das Ganze und dann bleibt das so. Ich weiß nur nicht, wie das gleich aussieht. Wenn das mit Klarlack versiegelt ist, wird das gut aussehen. Das sehen wir gleich, wenn ich das gemacht habe. Aber sonst Position Welding wirklich genial. Und ich sage das nicht so, weil ich jetzt die Maschine verkaufen muss. Das tun wir gar nicht, weil das ist gar nicht unsere Zielgruppe eigentlich. Ja? Wir sind ja mehr im Werkstattbereich. Aber das macht echt Spaß. Also ich denke, da machen wir noch ein bisschen was. Und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wie das mit dem Wired Arc. Also Wired Arc soll noch wirklich einfacher sein. Egal wie du dich bewegst, du hast immer den gleichen Einbrand. Ja? Und das will ich noch ausprobieren, aber dazu gibt es ein anderes Video. Jetzt machen wir erstmal Klarlack drauf. So, unser Werkstück ist soweit abgekühlt. Das ist ja nur ein Versuch für die Optik. Ich habe hier auch einfach einen Klarlack aus dem Baumarkt. Ich will hier einfach sehen, wie der Effekt ist. Später machen wir das Ganze natürlich ein bisschen professioneller. Was ich auch unbedingt machen möchte, ich möchte diese ganzen Spuren, Spritzer, Schmauchspuren, der Zunder, ich möchte, dass das alles wirklich so bleibt. Auch diese Anlauffarben, die beim Steine stehen, um den Effekt zu zeigen, das Ding ist gerade geschweißt worden. Und das will ich auch halt so festhalten. Und jetzt will ich mal sehen, ob das überhaupt, zu versiegeln ist. Ne? Okay, es verändert schon die Farbe. Das war mir klar. Wir müssen nachher gucken, wie das wird, wenn das trocken ist. Wird auf jeden Fall dunkler. Ich glaube, ich werde nachher mehrere Schichten machen, um da wirklich eine fette Schicht drauf zu haben. Der soll ja auch so aussehen, der soll ein bisschen glänzen. Diese Theke, die wird übrigens 3 Meter lang. Wie tief müssen wir noch genau gucken. Und ja, noch eine kleine leichte Schicht drüber für den Test. Ich meine, das ist ja auch interessant, wenn du Möbel baust, ja, Stahl mit Chromnickelstahl, mit Edelstahl, mit Stahl, beziehungsweise Holz mit diesen Materialien. Und wenn du da richtig schöne Schweißnähte hast, ich denke, das sieht auch gut aus. Ne? Also das ist für Leute, die sowas machen wollen, vielleicht ein Anreiz. So, müsst auch ein bisschen warten. Wir machen das Outro schon jetzt. Und zum Schluss blenden wir, wenn das Ding trocken ist, das Endergebnis ein. Ja? Muss ich noch irgendwas Wichtiges sagen, bevor wir Tschüss sagen? Messe. Ja, Messe, das ist klar. Wie gesagt, im letzten Video, Leute, Oktobermesse, Euroblech, Schweißgerätverlosung. Wir sehen uns da. So, es ist fertig. Erste Schicht drauf.
Das ist ja nur ein Versuch, um zu sehen, ob das in die richtige Richtung geht. Tut es auch, ist aber optimierungsbedürftig. Ich finde, das ist gut geworden. Schon eine Schicht sieht schon relativ nice aus. So kann man sich das vorstellen, wenn die Theke nachher komplett mit Klarlack versiegelt ist. Und ich finde das hier schön, das kommt richtig schön zur Geltung. Ja? Also was meint ihr dazu? Soll man die Theke so machen? Ich hoffe, ihr sagt ja, bitte.